dann habe ich bei den Weißen Buchwochen auch, wie man bei dem Aufkleber sieht, das Buch gekauft. Als die Welt zum Stillstand kam, als die Welt zum Stillstand kam, so von Gabi Neumeier, ist Belz und Geldberg Verlag erschienen und ist auch ein Hardcover ohne Schutzumschlag allerdings. Oh, da ist was drin. Was ist denn das? Jugendbücher von Belz und Goldberg. Ah, interessant, interessant. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, gucke ich mir nachher mal an. Ja. Es hat wie viele Seiten? Ohne Danksagung 445 Seiten. Und ja, es geht um, ist das wohl eine Dystopie, spielt. Naja, Dystopie kann man das nicht nennen, was sich in der Zukunft spielt. Das spielt in 2001. Nein, hä? Hier stehen drei verschiedene Jahreszeiten drauf. Ich glaube, ich lese es lieber vor, bevor ich durcheinander komme. Unsere Urgroßeltern wissen noch genau, was sie am 22. November 1963 taten, als sie die Nachricht vom Tod John F. Kennedys hörten. Ach so. Unsere Großeltern sind die Bilder der brennenden Türme des World Trade Centers am 11. September 2001 unauslöschlich ins Gedächtnis gebrannt. Und wir können nicht vergessen, was geschah, als am 14. Juli 2036 das Tornetz ausfiel und unsere Welt auseinanderbrach wie ein gigantischer Eisberg. Aber anders als bei den Katastrophen zuvor wusste diesmal niemand, wie groß der Schaden wirklich war. Denn es gab keinen außenstehenden Betrachter. Jeder einzelne Mensch auf der Welt war betroffen. So, es ist wohl weniger eine Dystopie, sondern mehr so ein Endzeitroman, denke ich mal. Und ich weiß jetzt auch nicht so richtig mehr, um wen es geht. Anscheinend nur noch, Endzeitroman. Ich habe es irgendwo mal gesehen. Dann habe ich es bei den Weißen Buchwochen gesehen und dachte mir, ja, kann man lesen. Und die Farben überhaupt, ich mag ja lila und violett und so Fliederfarben und dieses Cover hat mich deswegen angesprochen. Wer mehr weiß, wer weiß, um wen es geht und um was ungefähr, kann es mir gerne schreiben, weil, ja, mehr weiß ich im Moment auch nicht. Dann habe ich auch dieses Buch bei den Weißen Buchwochen gekauft. Rebellen der Ewigkeit von Gerd Rübenstrunk. Und das ist hier so, hat so einen orangenen Buchschnitt. Passend zu diesem augenähnlichen Teil. Und ja, ist Edition, keine Ahnung, Verlag erschienen. Ist auch ein Hardcover ohne Schutzumschlag, hat wie viele Seiten? 410 Seiten. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Dystopie. Und es geht wohl darum, dass es geht um Willis, der zwischen die Fronten eines Krieges gerät. In dieser Dystopie, in dieser Zukunft muss man wohl irgendwie anstatt mit Geld, mit Zeit bezahlen. Also ich weiß noch, als ich den Klappentext gelesen habe, dass es mich an diesen Film mit Justin Timberlake erinnert hat. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber in der Infobox kann ich es mal verlinken, wenn ich es finde. Und in diesem Film mit Justin Timberlake musste er halt auch mit Zeit bezahlen, statt mit Geld. Die hatten irgendwie hier alle so eine Zeit drauf, wie viele Jahre ungefähr auf ihrem Konto sind. Und die haben damit halt alles bezahlt und haben auch Zeit als Gehalt für ihre Arbeit, halt als Gehalt bekommen. Und jeder, dessen Zeit hier abgelaufen ist, hat halt Pech gehabt, weil wenn das auf Null steht, stirbt man sofort. Und ja, Reiche halten halt sehr viel Zeit über 100.000 Jahre, weiß ich, kommt drauf an, wie reich man ist. Und die Armen haben halt von Tag zu Tag gelebt und hatten immer nur irgendwie einen Tag auf ihrer Uhr und mussten dann immer zusehen, dass sie irgendwie genug Gehalt verdienen, um einen weiteren Tag überleben zu können. Das war auf jeden Fall dementsprechend, also auf diesen Aspekt bezogen, interessant. Aber so generell war der Film halt leider etwas mittelmäßig, aber ich fand halt den Aspekt interessant und dann habe ich das hier gesehen und den Klappentext gelesen, von dem ich jetzt nicht mehr so viel weiß. Das hat mich an diesen Film erinnert und ich dachte mir, wenn dieser Aspekt hier drin vorkommt und vielleicht ein bisschen besser beschrieben ist und ein bisschen besser damit gespielt wird, dass es sehr interessant werden könnte. Deswegen habe ich dieses Buch einfach mal mitgenommen. So, dann habe ich noch nur noch
reiche Bücher auf meinem Sub, die alle zu einer Art Reihe gehören. Ihr werdet bestimmt, die meisten von euch, noch nie was davon gehört haben. Und da fällt mir ein, ich könnte euch die Serie dazu zeigen. Moment, ich hole sie mal. So, Entschuldigung, ich habe sie geholt. Auf jeden Fall ist eins davon ein Prequel und zwei Sequels zu der Serie, die ich sehr gerne mag, weil die Serie leider nach der zweiten Staffel abgebrochen wurde, weil sie in Amerika nicht so gut lief, obwohl es im Ausland, obwohl die Serie im Ausland wirklich sehr gut gelaufen ist. Ist auf jeden Fall auch ein Serientipp für euch, wenn es euch nichts ausmacht, dass die Serie nach der zweiten Staffel leider mitten in der Handlung mit einem Cliffhanger abgebrochen wird. Aber ich finde halt den Plot toll, weil es auch eine Dystopie ist. Und so dystopische Serien gibt's auch schon ein paar, aber The Walking Dead und so hat ja mehr mit Zombies zu tun. Egal. Das Video wird viel zu lang. Hören wir auf. Das erste ist, es handelt sich um die Serie Dark Angel mit Jessica Alba. Die ist halt auch schon etwas länger her. Wurde, glaube ich, in den 90ern oder so gedreht. Übrigens von James Cameron, der ein bekannter Regisseur ist. Ich kann dieses Wort irgendwie nicht aussprechen. Aber auf jeden Fall ist das hier das Prequel zu der Serie Before the Dawn. Dann habe ich noch die beiden Sequels, die halt irgendwie die Serie zu Ende bringen, halt das, was in den nächsten Staffeln gekommen wäre, halt erzählen. Und ich will wissen, wie es ausgeht. Zum einen After the Dark und Skin Game. Es sind alles englischsprachige Bücher, die werden leider nicht auf Deutsch übersetzt. Also wer daran Interesse hat, muss man sich auf Englisch bestellen. Kommt auch aus Amerika oder England irgendwie. Ich habe es auch zum Geburtstag gekriegt, diese drei Bände. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie viel sie dafür bezahlt haben und von wo die genau kamen. Aber ich glaube, auf Amazon oder so kann man sie bestellen. Und ja, ist im Billertin Books Del Rey Verlag erschienen, sind Taschenbücher und haben alle so um die 300 Seiten, denke ich. Ja, und es handelt sich um diese Serie hier, Dark Angel Season 1 und Season 2. Habe ich jetzt in zwei verschiedenen Ausgaben hier, aber ist mir auch Schnurz. Hauptsache, ich habe die Serie da. Und es geht, ich sollte mal sagen, worum es geht, nicht wahr? Es geht um Jessica Albas Charakter Max, heißt sie. Und Max lebt in einer dystopischen Welt, in der halt durch einen Unfall, einen elektrischen Impuls oder so, überall die Elektronik irgendwie lahmgelegt wurde und Computer alles und sowas nicht mehr geht und dementsprechend die ganze Gesellschaft abgestürzt ist, weil heutzutage halt alles auf Elektronik basiert. Alles basiert auf Computern und alles. Wenn das abstürzt, sind die ganzen Informationen weg, ist alles weg, ist die Welt am Ende sozusagen und so sieht es da halt aus. Es gibt viel Armut, es gibt halt typische dystopische Atmosphäre und ja, Max ist eine Kurierfahrerin auf dem Rad und lebt eigentlich so ein normales Leben, versucht halt, sich über Wasser zu halten. Aber der Clou an Max ist, dass sie kein normaler Mensch ist, wie jeder andere in dieser Welt, sondern dass sie genetisch manipuliert wurde. Es gibt in dieser Welt eine Forschungsanstalt, würde ich das jetzt mal nennen. Da wurden für den Krieg, weil nach solchen Impulszusammenbrüchen und so herrscht halt auch immer Krieg, wie könnte es auch anders sein? Und für den Krieg wurden sozusagen Kampfmaschinen gezüchtet. Und also dafür wurden Föten genmanipuliert, beziehungsweise Eizellen und so und befruchtete Eizellen und wurden halt Menschen, Frauen auf jeden Fall mussten Frauen die austragen und dann kamen halt so Kinder raus, die sie halt dann trainiert haben und die halt so Gene hatten. Zum Beispiel Max hat ein paar Gene von Katzen, also Katzengene. Damit kann sie hoch springen und gut klettern und halt kämpfen und sowas alles. Und die wurden da halt dann gedrillt zu Kampfmaschinen und mussten als Kinder halt auch schon kämpfen. Und das ist natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, für Kinder etwas zu viel verlangt. Und Max und ein paar ihrer sogenannten Geschwister haben eines Tages sich entschlossen, auszubrechen aus dieser Anstalt oder diesem
Drill, bla. Und ja, es waren, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren. Auf jeden Fall sind sie da ausgebrochen, auch erfolgreich ausgebrochen. Und seitdem versuchen sie sich halt vor der Regierung und von den Leuten aus diesem Programm zu verstecken. Weil die wollen sie natürlich zurückkriegen, weil die haben ja Angst, dass sie das irgendwie ausplaudern und dass dann gegen sie gehetzt wird und so. Und ja, und darum geht es halt in dieser Serie. Max und ihre Geschwister, von denen sie leider sehr wenig hört, rennen weg und ja, werden halt gejagt. Und es geht halt so ungefähr darum. Ich finde es sehr spannend. Ich finde es gut gemacht. Es ist eine originelle Idee zu der Zeit noch. Mittlerweile gibt es das in vielen Büchern. Aber damals war das halt noch nicht so oft. Und ja, alle, die das jetzt spannend fanden und die Jessica Alba vielleicht gerne sehen oder James Cameron mögen, sollten sich die Serie mal angucken. Ist definitiv wert. Ist eine meiner Lieblingsserien und finde ich sehr schade, dass sie nach der zweiten Staffel abgebrochen wurde. Aber ja, was soll's. Ist halt so. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen könnte. Außer dass in der ersten Staffel in einer oder zwei Folgen und in der gesamten zweiten Staffel Jensen Ackles vorkommt. Alle, die Jensen Ackles kennen und mögen, so wie ich, sollten sich das mal ansehen, weil top. Und alle, die ihn nicht kennen, werden ihn wahrscheinlich aus Supernatural kennen. Da spielt er eine der Hauptrollen. Da spielt er Dean, die übrigens auch eine meiner Lieblingsserien ist. Aber ich schweife ab, ich sollte irgendwann mal über Serien reden und so. Und das Video ist auch schon viel zu lang. Auf jeden Fall, alle, die sich dafür interessieren, guckt euch mal ein oder zwei Folgen von der Serie an. Und wenn es euch dann immer noch interessiert, guckt euch die Bücher an. Ich habe sie leider noch nicht gelesen. Aber ich brenne darauf, rauszufinden, wie es endet. Auf jeden Fall, 25 Minuten gleich, es reicht. Wie gesagt, schreibt mir alles, was ihr mir schreiben wollt und beantwortet meine Fragen über die Bücher, wie ihr sie fandet und die Serie und etc. Schreibt mir einfach. Okay, dann sage ich jetzt mal bei Minute gleich 25. Tschüss, bis zum nächsten Mal.